Mann, ich glaube, die Absaugung ist voll. Oh, nee, was soll ich denn hier mitmachen? Mann! Jeder kennt das Problem. Mit Holzarbeiten macht so viel Spaß. Massivholz, das Beste, was es gibt. Aber oh nein! In der Massivholzbearbeitung fallen Unmengen Späne an. Gerade wenn jemand einen dicken Hobel oder eine Abrichte benutzt, dann wird er säckeweise solche Späne haben. Die Frage ist nur, was macht man damit? Wir wollen uns heute mal angucken, können wir das nicht eigentlich verbrennen? Und wenn ja, wie? Diese Späne können wir natürlich verbrennen. Dabei müssen wir nur ein paar Sachen beachten. Wenn ich die jetzt so ins Feuer schmeißen würde, dann verteilen sich die Partikel sehr und zwischen den Partikeln ist auch Staub. Es könnte dabei zur sogenannten Staubexplosion kommen. Das ist saugefährlich, also lasst das. Was ihr machen könnt, ihr könnt die Späne unten in euren Ofen schütten und wenn ihr den Ofen anmacht, anzünden, dann brennt das Ganze von oben nach unten ab und ihr habt einen sehr, sehr guten Feuerstarter. Allerdings ist der Brennwert und der Heizwert dann natürlich ungefähr gleich null, weil diese Späne eigentlich sofort verbrennen. Was man jetzt machen könnte, kann man die nicht irgendwie als Brikett pressen? Wenn wir jetzt nach Brikettpressen gucken, dann sehen wir relativ schnell 40 Euro. Das geht klar, sieht aber auch ziemlich do-it-yourself-mäßig aus. Dann sind wir direkt schon bei 4.000 Euro. Wenn wir weiter runtergehen, 2.000, 15.000, 35.000. Digga, das ist viel zu teuer. Also, eine Sache ist klar. Wer vielleicht sehr, 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 sehr viele davon machen möchte, der sollte sich wahrscheinlich eine professionelle Maschine holen. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen einfach nur ein Brikett machen. Also müssen wir es selber machen. Wenn wir jetzt Briketts selber pressen wollen, dann brauchen wir erstmal einen Eimer und natürlich unsere Späne. Und ein paar Späne kommen jetzt erstmal in diesen Eimer. Und wenn ich die jetzt da reinkippe, seht ihr auch gleich, warum wir das nicht in den Ofen kippen. Das wird gleich ganz doll stauben. Seht ihr das? So, der Eimer ist halb voll, jetzt brauchen wir die nächste Zutat. Die nächste Zutat dürfte den einen oder anderen etwas überraschen. Wir wollen doch Feuer machen, was willst du mit der Gießkanne? Ganz einfach. Bei einer Brikettpresse pressen wir ein Brikett. Wir drücken also etwas zusammen. Wenn ich diese Späne zusammendrücke, dann sind sie immer noch nicht zusammen. Egal wie viel Druck ich aufbaue. Denn das ist bröselig. Wir brauchen also gleich sozusagen erstmal Wasser als Kleber, damit wir so eine Art, ja, ich beschreibe es mal ganz einfach, Pappmaché herstellen. Und dieses Pappmaché, das drücken wir dann zusammen. Und damit das Ganze noch besser hält, kann man zum Beispiel auch etwas längere Fasern einbringen. Ich habe immer viele Hobellocken und die packen wir da gleich mit rein und rühren die mit unter. Denn das hier sind jede Menge kurze Fasern. Und ähnlich wie bei OSB und anderen Sachen oder auch bei, ja, sagen wir mal, Estrich oder Beton, kann es Sinn machen, lange Fasern mit einzuarbeiten, um dem Ganzen einfach mehr Stabilität zu geben. Ich werde jetzt also gleich hier Wasser hinzufügen, die Späne mit reinpacken und das Ganze umrühren. Los geht's. Was man jetzt schon sieht, es entstehen schon so kleine Bröckchen. Und wenn ich das zusammendrücke, dann bleibt das schon viel mehr in der Form, die ich haben will. Aber wir sehen, das ist noch nicht fertig. Wir rühren das jetzt noch durch und dann lassen wir das mindestens eine Stunde stehen. Eine Stunde warten ist gar nicht unbedingt was Schlechtes. Wir müssen ja noch unsere Brikettpresse bauen und das können wir jetzt machen. Dafür braucht ihr nur Reste. Und das Schöne ist, wir können jetzt festlegen, wie groß oder klein unsere Briketts werden sollen. Macht das so, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt auch. Los geht's. Zuallererst zeichnen wir uns einfach mal grob die Maße an, die wir später haben wollen. Wir bauen hier nur eine DIY-Brikettpresse. Wir müssen es also nicht übertreiben. Ich fange an, dass ich die Grundplatte erstmal mit der Tischkreissäge zusäge. Und oh Mann, das staubt heute ganz schön. Aber macht nichts. Dann aufs fertige Maß mit der Kappsäge schneiden. Und dann die anderen Teile, so wie wir es haben wollen, einfach auch noch ablenken. Dann können wir daraus unsere Brikettpresse bauen. Wichtig, macht es so, dass es für eure Brikettgröße passt.
Das sind jetzt unsere Einzelteile. Die müssen wir jetzt ganz einfach nur verbinden. Ich zwinge mir das einfach einmal zusammen und dann wollen wir das gleich verschrauben. Wichtig ist, dass wir sozusagen den Boden, das ist das, was jetzt gerade oben liegt, später wieder entfernen können. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sowas zu bauen. Ich nehme jetzt aber einfach Schrauben und verschraube das. So kann ich das am Ende ganz einfach wieder lösen. Und so bauen wir unsere Kiste einmal zusammen. Wir nehmen jetzt da, einfach weil es Reste sind, eine Mischung aus Koski-Dekor, das ist die Bodenplatte, und ganz normalem Multiplex. Da wir später ja sowas ähnliches wie mit Wasser getränkte Späne verarbeiten, könnt ihr natürlich auch andere Materialien nehmen. Siebdruckplatte wäre zum Beispiel für Feuchtigkeit sehr, sehr gut geeignet. Jetzt bohre ich noch ein paar Löcher unten rein, denn wenn wir unsere Masse später pressen, dann muss das Wasser natürlich irgendwo auch hin. Wir haben ein großes Loch, was an der Seite ist zum Abgießen, und Löcher unten. Jetzt noch ein Deckel, wo wir noch einen kleinen Griff dran machen, weil den muss man manchmal vielleicht nochmal wieder rausziehen. So, fest, also jetzt ist er fest. Na, jetzt. Und die Kiste ist fertig. Der Deckel passt auch, damit wollen wir später pressen. Wenn wir jetzt was pressen wollen, dann fangen wir an und geben einfach erstmal etwas von unserer Mixtur in unsere Form hinein. Wichtig, macht da ruhig mehr rein, weil wir das ja gleich ganz ordentlich komprimieren wollen. Also einmal voll machen, Deckel drauf, dann können wir das Ganze schon mal mit der Hand ein bisschen runterdrücken und dann nehmen wir zwei Zwingen. Je mehr Kraft ihr habt, desto besser. Und hier seht ihr auch nochmal, wofür die Löcher sind. Da kommt einiges an Wasser raus, so soll das auch sein. Richtig fest gepresst soll das Ganze werden. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum der Boden abmachbar ist. Aber erstmal noch ein bisschen Druck und den Druck dann wieder weg. Dafür ist der Griff. Das sieht schon viel besser aus als vorher. Jetzt einmal den Boden abschrauben, denn wir müssen unser Brikett ja irgendwie auch noch aus der Form rauskriegen. Und wenn wir alle Schrauben abhaben, dann können wir das Ganze ganz einfach hier mit den Händen so rausdrücken. Und im besten Fall bleibt das Brikett auch ganz. Schauen wir mal. Das sieht doch gut aus. Kleines Brot. Wir haben jetzt für 0 Euro aus unserem staubigen Brot ein Brikettbrot gemacht. Und das Tolle ist, die Form kostet wirklich 0 Euro. Ihr könnt das aus dem letzten Scheiß zusammenkloppen. Wenn ihr das öfter nutzen wollen würdet, dazu kommen wir am Ende des Videos. Ihr könnt das auch aufwendiger machen. Das Tolle ist, das ist jetzt erstmal so wirklich der Inbegriff von aus Scheiße Gold machen, weil diese Späne haben ja sonst nicht wirklich einen Zweck in unserer Werkstatt. Und dieses Brikett ist jetzt leider noch nicht fertig. Jetzt kommt der blöde Part. Solche Briketts selber machen dauert halt relativ lange, weil unser Brikett, wir haben jetzt zwar schon viel Wasser rausgedrückt, ist natürlich immer noch nass. Wir müssen es jetzt also erstmal trocknen. Und das kann bis zu einer Woche dauern. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie groß euer Brikett ist. Ich finde meins für meinen Ofen schon tipptopp portioniert. Und ich werde jetzt auch den Ofen und die Wärme nutzen, um das Brikett zu trocknen. Dann geht es halt ein bisschen schneller. Wenn es bei euch super kalt ist, dann dauert es wahrscheinlich länger. Also, wir lassen unser 0-Euro-Brikett jetzt trocknen und sehen uns dann, ja, ich sag mal, spätestens in einer Woche wieder und gucken, wie das Ding ist. Im Film ist das natürlich nur eine Sekunde, also dreht nicht durch. Ich bin ja gleich wieder da. Nur in echt muss ich halt jetzt eine Woche warten. Eine Woche ist rum. Ich sehe vielleicht anders aus. Auf jeden Fall sieht unser Schwarzbrot hier anders aus. Tatsächlich sind die Späne irgendwie ganz dunkel geworden und sehen schon fast ein bisschen brikettig aus. Bevor wir jetzt noch zu ein paar Hintergrundinfos und zum ganzen Thema Brikettpressen kommen, wo wir natürlich das Ding jetzt erstmal in den Ofen reinschmeißen und gucken, bleibt das überhaupt ganz? Ein Brikett nimmt man ja nicht zum Feuer anmachen, deswegen lege ich meins ja auch auf die Kohlen. Man sieht, ein bisschen auseinandergefallen ist es tatsächlich teilweise. Aber das Schöne ist, es fängt sofort ein bisschen außen an zu brennen, aber es brennt nicht komplett ab. Perfekt! Unser Brikett kann in den Ofen gebracht werden. Die äußere Schicht hat natürlich erstmal ein bisschen gebrannt, aber wir sehen, jetzt brennt es nicht mehr, sondern es glüht so nach innen aus. Und dadurch entsteht auch die höhere Hitze, als wenn man Sachen einfach nur verbrennt. Jetzt natürlich noch kurz zwei Infos. Eins ist ganz klar, das ist kein echtes Brikett. Das ist ein echtes DIY-Brikett. Und eins, was relativ schnell zu machen ist. Dazu kommen wir gleich noch schnell. Man kann die Zusammensetzung noch mit folgenden Sachen ergänzen.
Papierstreifen. Und was ich auch gehört habe, ist zum Beispiel Asche. Also dass man die Asche aus dem Ofen wiederum der Mixtur zusetzt, damit das Ganze sich besser bindet. Und was auch beim Besserbinden hilft, ist jede Menge Kraft. Das ist auch der Grund, warum echte Brikettpressen so schweineteuer sind. Da braucht man wirklich richtig heftig Druck, damit das sozusagen nicht nur Pappmaché wird wie bei uns, sondern dass das Lignin aus den Fasern gepresst ist. Das ist das, was Holz zusammenhält und dann sozusagen das Brikett mit dem Lignin neu verklebt. Und je fester man das drückt, umso langsamer kann das sozusagen abbrennen, weil es einfach so komprimiert ist. Und das ist auch noch ein Ding, das Ganze dauert natürlich ein bisschen. Das heißt, es dauert nicht für mich lange, das anzurühren ging eigentlich schnell, das zu pressen geht auch schnell. Eine Woche warten geht halt dann schon nicht mehr so schnell und je nachdem, wie viele Briketts ihr braucht, lohnt sich das eventuell für euch mehr oder weniger. Das Schöne ist, wir wissen jetzt, dass es geht. Wir können aus diesem Kram hier irgendwas machen, was nicht sofort in einer Sekunde verpufft und das ist super. Also wenn ihr Bock habt, presst euch selber Briketts und wenn ihr es wie ich macht, dann nehmt einfach die stärkste Zwinge, die ihr habt und dreht sie an und dreht noch ein Abo. So, jetzt ist das Video zu Ende. Es ist nämlich bullenheiß hier drin. Ich ziehe den Pullover aus und trinke was. Tschüss. Wuhu.